Ja, hallo liebe Leute. Heute geht's um eine Fraktion, die mir eigentlich immer schon am Herzen lag, die Death Corps of Krieg, im Killteam mit dem Todeskorps, zu Deutsch, vertreten. Veteraneninfanterie von Krieg, also quasi die Death Corps as its best. Und ich bin wirklich gespannt, was die für Regeln bekommen. Die sind ja auch inhaltlich irgendwie richtig abgedreht, also rein vom Fluff her. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal, wie in den anderen Videos schon, das Ganze an. Lesen uns einmal hier die, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es bei Death Corps sind. Oh, sogar 15 Seiten, interessant. Durch und gehen einfach mal so ein bisschen durch die Regeln. Ich habe, wie gesagt, in meinem Discord eine Datei liegen. Die Killteam-Waffenregeln sind ja umsonst verfügbar. Ich habe mir die Arbeit gemacht und das alles mal in eine Excel-Tabelle gepackt, um quasi englische und deutsche nebeneinander zu legen mit dem deutschen Regeltext, weil ich bin immer eher so, dass ich eigentlich die englischen Regeln bevorzuge. Manchmal ist Deutsch aber dann doch verständlicher, gerade bei einigen Regeltexten, die ich jetzt schon gelesen habe, fand ich relativ kompliziert tatsächlich ausformuliert, und das dient einfach so ein bisschen als Hilfestellung, einmal auch zu wissen, was ist überhaupt was. Gut, kommen wir mal zur Übersicht der Fraktion Todeskorps Kämpfer. Es geht hier um die Death Corps, wie schon gesagt. Und das ist ein Regiment, das Astra Militarium im Endeffekt. Wir haben hier in der Übersicht den Todeskorps Soldaten, den Todeskorps Wachmeister, Todeskorps Scharfschütze, Schütze, Vertrauter, Pionier, Zealot, wahrscheinlich Nahkämpfer dann im Endeffekt, und den Sanitäter. Sanitäter spricht, glaube ich, für sich. Geht darum, Wunden zu verhindern, denke ich mal, oder zu beheben. Tote zu heilen, glaube ich wohl kaum in Killteams, aber auf jeden Fall kämpft er gegen den Tod. Der Zealot ist ein spiritueller Krieger, Black Templar-Style wahrscheinlich, und ist so ein bisschen, ich gehe mal davon aus, nahkampforientierter. Der Pionier ist, wie man es auch aus der klassischen Militärführung kennt, ein Sprengstoffexperte. Der Vertraute, jetzt bin ich mal gespannt, taktischer Rat, Experten, erfahrene Soldaten, Anführer. Sind verlängerte Arme der Anführer, wenn ich es jetzt so richtig sehe, kommissarisch, taktische Einheit wahrscheinlich. Der Schütze ist relativ klar, glaube ich, da geht es um Scharfschützeneinheit. Nee, Quatsch, Schütze ist ein ganz normaler Soldat oder MG oder was auch immer, würde ich es assoziieren mit der modernen Kriegsführung. Und Todeskorps Scharfschütze, natürlich ein Scharfschütze. Oh, es geht noch weiter. Da ist ja richtig Auswahl dabei. Bei den anderen Fraktionen, die wir bisher hatten, die haben sich hier immer auf eine Seite beschränkt. Aber wir haben Funker. Auch hier wundervolle Miniaturen. Ne? War ja jahrelang nur als Forge World Resin Kit verfügbar. Ich habe ja eine ganze Armee davon. Da war am Ende der China-Druck besser als das originale Forge World Mold. Traurig aber wahr. Bei den Infanteristen richtig albern. Und jetzt haben wir ja letztes Jahr einen rausgehauen. Oder vorletztes Jahr war es, glaube ich. Mit den Plastikmodellen. Da soll ja angeblich noch mehr kommen, ich bin gespannt. Todeskorps Funker sind natürlich auch zur Befehlsverteilung da. Beobachter ist eine Funktion eines Scouts. Nahkämpfer spricht auch für sich. Nahkämpfer, wie sehr sich dann vom Zealot unterscheidet, werden wir sehen. Und den Veteranen haben wir noch dabei, der widerstandsfähig ist. Mit stärkerem Willen als andere und wahrscheinlich schon bionische Körperteile hat. Das Death Corps Kill Team hat einen Wachmeister, Kämpfer mit den folgenden Sachen: Bolter Bajonett oder quasi Boltpistole, Plasmapistole, Ola Relikt, Laserpistole und ein Kettenschwert Energiewaffe, / Energiewaffe. Dann 4 Soldaten Kämpfer und dann 9 Todeskorps Kämpfer von der folgenden Liste. Abgesehen vom Soldat Kämpfern kann dein Kill Team jedoch nur nicht mehr als einmal einen Kämpfer enthalten. Das ist, glaube ich, klar. Wir haben den Nahkämpfer, den Vertrauten mit folgenden Optionen: Bolter, Lasergewehr, Bajonett, Boltpistole oder Reliktlaser und Kettenschwert, also quasi 2 Loadouts. Ein Schützen mit Bajonett und Flammenwerfer. Flammenwerfer, sehr, sehr cool. Ein Schützen mit Bajonett und Granatwerfer, auch tibitobi. Dann haben wir ein Schützen mit Bajonett und Melder, also für alles, was dabei im Endeffekt. Dann noch ein Schützen mit Bajonett und Plasmawerfer. Kann ich dann... Ich glaube, Schütze ist hier das Wort. Also ich kann nur einen der Schützen dabei haben wahrscheinlich. Sanitäter, Pionier, Scharfschütze, Beobachter, Soldat, Veteran, Funker, Zealot. Bis zu 4-mal kannst du, anstatt einen dieser Soldatkämpfer zu wählen, eines Todeskorps List wählen, die dich in diesem Gefecht 0 Befehlspunkte kostet. Das heißt, ich kann theoretisch...
auf 4 Soldaten verzichten und dafür mehr Listen haben. Interessant. Hier rechts wieder die Darstellung, was was ist. Archetypen, darauf werden die Missionen respektive Missionsset dann Referenz ziehen, ist Sicherheit und Search and Destroy, also Suchen und Zerstören. Dann haben wir hier noch eine Auflistung der verschiedenen Soldaten. Ja, bei Death Corps gibt es halt auch unterschiedliche Schemen, das ist halt einfach ein riesengroßes Regiment. Und jetzt kommen wir mal zu den Fraktionsregeln. So, wir haben hier einmal Fraktionsregeln, das sind die Truppenbefehle sozusagen. Die Soldaten des Todeskorps vom Krieg sind den Offizieren gegenüber natürlich total loyal. Da sind wahrscheinlich die Soldaten gehen eher in den Tod als die. Also man braucht keine Kommissare bei Death Corps, das will ich damit sagen. Und im Endeffekt werden da andere Regimenter auf jeden Fall neidisch. Strategisches Manöver und Unterstützung. Ein befreundeter Todeskorps-Wachmeisterkämpfer kann einen Truppenbefehl erteilen. Jedes Mal, wenn er das tut, wähle einen Truppenbefehl für alle befreundeten Death Corps-Kämpfer innerhalb von 6 Zoll um ihn, die den Befehl erhalten. Also 6 Zoll Reichweite für Befehle. Und jedes Mal, wenn ein befreundeter Kämpfer einen Befehl erhält, wende die Regeln bis zum Ende des Wendepunkts, des Turning Points an. Kämpfer können nicht von mehr als einem Truppenbefehl gleichzeitig profitieren. Sie profitieren nur vom letzten Befehl, den sie während des Wendepunkts erhalten haben. Es gibt hier einmal Zielt, das heißt Fernkampfwaffen von Kämpfern, die den Befehl erhalten, haben dann ausgenommen von Mörser und Fernzünder, haben die Waffenregel ausgewogen. Was das bedeutet, gucke ich mal direkt nach. Ausgewogen heißt nicht akkurat, sondern balanced, das heißt man kann einen der Attackenwürfel wiederholen. Bajonett aufpflanzen ist das zweite. Nahkampfwaffen von Kämpfern haben dann den Befehl ausgewogen. Also hier kann ich dann entscheiden, ob Zielt oder Bajonett aufpflanzen. Der Effekt ist der gleiche. Ich kann einen der Attackenwürfel wiederholen. Das eine im Fernkampf, das andere im Nahkampf. Dann gibt es Eingraben. Jedes Mal, wenn ein Kämpfer auf einen befreundeten Kämpfer, der diesen Befehl erhalten hat, schießt, kannst du, sofern du mindestens einen Deckungsschutz behalten hast, einen deiner Verteidigungswürfel wiederholen. Also ein bisschen mehr für die Defense. Los, los, los. Jedes Mal, wenn ein Kämpfer, der diesen Befehl erhalten hat, die Aktion neu positionieren ausführt, addiere 1 zu seinem Bewegungswert. Ich verstehe auch nicht, warum man neu positionieren nicht einfach bewegen genannt hat. Aber okay. Ja, relativ leicht einzuprägen, glaube ich. Also plus 1 Move und entweder im Fernkampf oder im Nahkampf im Attackenwürfel wiederholen oder mehr Schutz. Relativ einfach. Finde ich gut. Dann kommen wir jetzt einmal zu den Gambits, das heißt ja auf Deutsch die List. Dementsprechend halt auch hier Strategielisten und Gefechtslisten. Die sind ein bisschen länger und wie es auch aussieht, etwas komplexer formuliert. Wir haben einmal den Belagerungskrieg. Die Fernkampfwaffen befreundeter Todeskorpskämpfer haben die Waffenregel Hagel. Was Hagel genau macht, ist Saturate auf Englisch. Der Verteidiger kann keinen Deckungsschutz benutzen. Behalten, zogen. Dann haben wir in Deckung gehen. Jedes Mal, wenn ein Kämpfer auf einen befreundeten Todeskorpskämpfer schießt, verbessere, sofern du mindestens einen Deckungsschutz behalten kannst, den Rüstungswert eines Kämpfers um 1. Das ist ziemlich gut, finde ich. Finde ich gut. Die Linie säubern. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Todeskorpskämpfer in deinem Territorium kämpft, einen Missionszielmarker beansprucht oder zurückschlägt, haben seine Nahkampfattacken die Waffenregel Akkurat 1. Akkurat bedeutet Accurate und dann kann ich x Anzahl an normalen Erfolgen behalten, ohne sie zu werfen. Das heißt quasi in dem Fall ein. Ne? Ich kann einen Attackenwürfel einfach als normalen Erfolg hinlegen, ohne den zu rollen. Um es anders auszudrücken. Sammeln ist jetzt ein bisschen länger tatsächlich. Da schauen wir mal. Unterstützung steht da. Wähle einen befreundeten Death Corps-Kämpfer, der weiter als 3 Zoll von allen feindlichen Kämpfern entfernt ist. In einer Reihenfolge deiner Wahl kann sofort jeder andere befreundete Death Corps-Kämpfer innerhalb von 5 Zoll um jenen Kämpfer, der sich nicht in Kontrollreichweite zu feindlichen Modellen befinden darf, eine kostenlose Aktion Sprinten ausführen. Aber jeder, der das tut, muss jene Bewegung näher an jenem Kämpfer beenden. Beachte, dass eine Vox-Anlage aus allen der allgemeinen Ausrüstung die zweite Entfernung dieser Regel beeinflusst.
Du kannst nicht diese List unter strategische Manöver der Fraktionsausrüstung Chronometer während derselben Wendepunkt einsetzen. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann hier quasi so eine Art Sammelbefehl herstellen. Warum sollte ich das tun? Wenn es unvermeidlich ist, dass es gleich in den Nahkampf geht, dann kann man durch den Sammelbefehl seine Truppen zusammenziehen, denke ich mal. Das würde ich damit bezwecken wollen. Oder halt einfach, wenn ich die Bewegung brauche, um im letzten Meter nochmal Kräfte zu bündeln. Also wie gesagt, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Spielpraxis, um da einen direkten Nutzen draus zu sehen. Ich werde aber sicherlich nach den ersten paar Spielen deutlich besser mit sowas umgehen können oder wissen können, was das überhaupt bedeutet. Jetzt erstmal würde ich sagen, ist, glaube ich, ein ganz guter Befehl, der sehr situativ ist, warum man das machen sollte. Aber ja, passt schon. Gefechtsliste. Inspirierende Anführer. Unterstützung auch. Setze diese Gefechtsoption während der Aktivierung eines befreundeten Deathcrops, Wachmeisters oder vertrauten Campers ein, bevor oder nachdem er eine Aktion ausgeführt hat, er erteilt einen Truppenbefehl. Also ich kann dann quasi nochmal einen Befehl geben. Verbundene Waffen. Setze die Gefechtsliste ein, nachdem du deine Attackenwürfel für einen befreundeten Todeskopfkämpfer geworfen hast, sofern du auf einen feindlichen Kämpfer schießt, auf den während des Wendepunkts ein anderer schon geschossen hat, dann kann ich beliebige Anzahl der Attacken wiederholen. Ja, das ist doch mal nett. Im Leben Schande? Was? Setze diese Gefechtsliste ein, wenn ein befreundeter Deathcops-Kämpfer aktiviert wird und den Offensivbefehl erhält. Er erhält jeden Truppenbefehl. Das ist natürlich sweet. Dies hat Vorrang vor der üblichen Regel, dass Kämpfer nicht von mehr als einem Truppenbefehl gleichzeitig profitieren können. Also hier wird die Ausnahme zur Ausnahme oder die nicht vorhandene Ausnahme wird existent so rum. Ich kann dann von allen Truppenbefehlen damit profitieren. Sehr, sehr stark, glaube ich. Im Tod Sühne setze diese Gefechtsliste ein, wenn ein befreundeter Deathcorps-Kämpfer kampfunfähig wird, sofern er sich in Kontrollreichweite eines feindlichen Kämpfers befindet. Bevor er aus der Killzone entfernt wird, kann er sofort eine kostenlose Aktion ausführen. Sofern nicht anders angegeben, gilt der Kämpfer bei jener Aktion als verletzt. Ja, das klingt doch auch ganz nett. Ja, finde ich gut. Also gar nicht mal so kompliziert geschrieben, wie bei den Tempestos teilweise einige Sachen waren. Dann haben wir jetzt einmal die Datasheets. Ich glaube, das wird ein etwas längeres Kapitel hier. Ich habe unten auch die Timecodes im Video, wenn ihr hin und her springen wollt. Also nicht jetzt von jedem Datasheet, sondern von den einzelnen Kapiteln dieses Videos. Und wir haben hier einmal den Wachmeister. Ich würde versuchen, jetzt nicht auf die Waffen einzugehen, sondern nur auf die besonderen Befehle und Werte, falls sie besondere Werte haben. Also Astra Militarum Soldaten kommen erwartungsvoll mit einem 5er Rüster her. Ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht gleich noch einen Engineer haben oder so, der wird da einen besseren haben. Die haben ja solche dicken Platten quasi vor der Rüstung, aber im Endeffekt haben die alle 6 Zoll Bewegung. Natürlich auch deutlich weniger Lebenspunkte als die Space Marines. Dafür aber auch am Ende des Tages sind sie mehr auf dem Feld. 2 RPGs, auch der Chef nur. Und 8 Lebenspunkte, ja. Anpassungsfähige Befehle, sofern dieser Kämpfer keinen Truppenbefehl als ein strategisches Manöver erteilt, kannst du während der Aktivierung die Gefechtsliste inspirierende Anführer für 0 Befehlspunkte einsetzen und befehlende Anführer, inspirierende Anführer, war das hier oben, erteilt einen Truppenbefehl. Ja. Also kein strategisches Manöver, sondern kannst du dann als 0 BP einsetzen, ist auch okay. Dann haben wir hier den Nahkämpfer, der hat auch einen 5er, hat nur 7 Lebenspunkte. Einmal pro Wendepunkt kann dieser Kämpfer, wenn er kämpft oder zurückschlägt, im Schritt Attackenwürfel abhandeln, den ihm durch einen normalen Erfolg zugefügten Schaden ignorieren. Also einmal kann ich Schaden ignorieren damit. Da steht jetzt auch nicht einen Schaden, sondern durch einen Erfolg zugefügten Schaden. Das heißt, wenn eine Waffe 5 Schaden machen würde, könnte ich die ignorieren. Ist natürlich ultra nett, wenn ich nur 7 Lebenspunkte habe. Dann habe ich hier den Vertrauten, auch ein 5er Ritter, 7 Lebenspunkte. Sollte sich hier an den Aktionspunkten oder Bewegungen was ändern, werde ich es definieren und sagen. Ja. Stellvertreter, wenn ein befreundeter Wachmeister, Kämpfer kampfunfähig wird aus der Killzone, kannst du die Regel einsetzen.
Wenn du das tust, kann dieser Kämpfer bis zum Ende des Gefechts Truppenbefehle als ein strategisches Manöver erteilen, obwohl er kein Wachmeister ist. Ne? Also es ist quasi der Vertraute, da wird dann sozusagen das Zepter in die Hand gegeben, einer nibbelt ab, der andere macht weiter. Anweisungen hat er noch als Sonderregel. Jedes Mal, wenn dieser Kämpfer aktiviert wird, kannst du, sofern du während des Gefechts nicht die Regel Stellvertreter eingesetzt hast, einen anderen befreundeten bereiten Todeskorpskämpfer innerhalb von 6 Zoll um diesen Kämpfer wählen, der für ihn sichtbar ist. Und wenn der Kämpfer eingesetzt wird, aktiviere jenen anderen Kämpfer, bevor dein Gegner aktiviert wird. Damit kann ich quasi eine Doppelaktivierung hintereinander machen. Falls jener Kämpfer ein Soldat ist, ignoriere die Regel Gruppenaktivierung. Ja. Dann haben wir einen Schützen, auch 5er Rüster, 7 Lebenspunkte. Der hat einfach nur eine unterschiedliche Auswahl an Waffen. Dann haben wir den Sanitäter, auch mit 7 Lebenspunkten. Der hat einmal die Sanitätsausrüstung für 1 AP. Da kann man befreundeten Kämpfer in Kontrollreichweite um diesen Kämpfer auswählen und der bekommt 2 W3 verlorene Lebenspunkte zurück. Das kann auch ein Kämpfer sein, der in diesem Wendepunkt die Regel Sani, kein Kämpfer sein, der in diesem Wendepunkt die Regel Sani angewendet wurde. Das heißt, ich kann das nicht zweimal machen in einem Zug. Aber 2 W3 bei einem Durchschnittslebenspunktewert von 7, irgendwas, kann halt einen Kämpfer fast komplett heilen. Kann man natürlich nicht machen, wenn man in Kontrollreichweite ist mit einem Gegner. Der Sani darf nicht in Kontrollreichweite sein, aber wie ist es denn, wenn ich in Kontrollreichweite zum befreundeten Modell ist und das befreundete Modell in Kontrollreichweite zum Gegner ist? Dann kann ich es trotzdem machen. Alles klar. Das Sani-Stichwort, respektive die Sani-Regel, sagt das erste Mal während jedes Wendepunktes, wenn ein anderer befreundeter Deathcorps-Kämpfer als kampfunfähig aus der Killzone entfernt wurde, während er innerhalb von 3 Zoll um den Sani ist und sichtbar ist, kannst du die Regel einsetzen, sofern weder dieser noch jener Kämpfer im Nahkampf ist, quasi mit dem feindlichen Kämpfer. Wenn du das tust, ist jener befreundete Kämpfer nicht kampfunfähig und hat einen Lebenspunkt über. Das ist so ein bisschen so ein wie bei Orks in D&D, du fällst halt dann nicht um, sondern bleibst halt mit einem Lebenspunkt über. Ist besonders mächtig, wenn es natürlich die letzte Abhandlung in einer Runde ist, dann überlebt es einfach mal das Modell. Jener befreundete Kämpfer kann dann eine kostenlose Sprintenaktion ausführen, kann sich sogar noch bewegen, muss jene Aktion aber in der Kontrollreichweite des Sanis beenden und subtrahiere jeweils zum Ende der nächsten Aktivierung ein vom APG-Wert vom Sani und des Kämpfers ab, den ich gerettet habe. Und wenn die Regel während der Aktivierung jenes befreundeten Kämpfers eingesetzt wird, endet jene Aktivierung. Das ist jetzt schon wieder sehr viel Detail, aber ich glaube am Ende ist es sehr verständlich. Du kannst die Regel nicht einsetzen, falls dieser Kämpfer kampfunfähig ist. Ist, glaube ich, logisch. Sani liest sich ziemlich mächtig. Den Pionier, der hat auch nur ein 5er, da hatte ich ja gehofft, dass sie da einen Engineer draus machen mit einer besseren Rüstung. Hat auch interessantes Waffenprofil mit Fernzünder, hat die Sonderregel Sprengung, also sehr viele Sonderregeln hier bei den Deathcorps tatsächlich. Hochgradig spezialisiert, fast schon mehr als bei Tempestus. Wobei es bei Deathcorps eigentlich immer mehr um Masse ging. Interessant. Wir haben Sprengung, wähle kein gültiges Ziel, schieße stattdessen auf jeden Kämpfer innerhalb von 2 Zoll um deinen Minenmarker, es sei denn, schweres Gelände befindet sich vollständig zwischen jedem Kämpfer und jenem Marker. Jeder jener Kämpfer kann nicht in Deckung oder verdeckt sein. Würfel jede Abfolge separat in einer Reihenfolge deiner Wahl. Diese Waffe kann nicht gewählt werden, wenn sich dein Minenmarker nicht in der Killzone befindet. Entferne den Minenmarker am Ende der Aktion aus der Killzone. Minenleger, der Kämpfer trägt quasi einen Minenmarker mit sich rum. Er kann die Aktion Marker aufsammeln, für jenen Marker ausführen und jedes Mal, wenn er die Aktion Marker platzieren, für jeden Marker ausführt, kann er sofort eine kostenlose Aktion Sprinten ausführen. Also der trägt einen Marker mit sich rum, den lege ich und kann danach immer wieder weiter huschen. Der Scharfschütze, verborgen auf der Lauer, das hatten wir bei Tempestus auch schon. Der kann die Waffe nur einsetzen, wenn er zum ersten Mal die Aktion Schießen ausführt. Ich denke, das wird so ein Standard bei Scharfschützen sein. Ich weiß gar nicht, ob die Vespiden das hatten. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall auf der Lauer, verborgen auf der Lauer, der erste Schuss hat dann mehr Power. Auch hier die Werte unverändert. Alle 7 Lebenspunkte, alle 6 Zoll Bewegungen. Auch hier sehen wir keinerlei Drohne, keinerlei Sentry Gun oder irgendwas anderes. Sondern Deathcorps, da geht es wirklich nur um Soldaten.
Dann haben wir hier einen Beobachter. Schussbeobachtung, 1 AP, Unterstützung, wählen feindlichen Kämpfer, der für diesen Kämpfer sichtbar ist. Einmal an dem Wendepunkt kannst du, wenn ein befreundeter Todeskorpskämpfer innerhalb von 3 Zoll um diesen Kämpfer auf jeden feindlichen Kämpfer schießt, diesen Effekt anwenden. Wenn du das nicht tust, wenn du das tust, gilt, die Waffen des befreundeten Kämpfers haben die Waffenregel Zielsucher leicht. Jetzt muss ich mal in meiner schlauen Tabelle gucken, die findet ihr bei mir im Discord, das ist Sieg. Wenn du ein gültiges Ziel wärst, können Kämpfer mit der Defensivbefehl kein Gelände als Deckung nutzen. Wenn die Regel Zielsucher leicht lautet, können sie leichtes Gelände nicht als Deckung nutzen. Aber schwer ist dann halt schon. Dies kann ermöglichen, dass quasi solche Kämpfer als Ziel anvisiert werden, sofern sie natürlich sichtbar sind, aber entfernt nicht ihren Deckungsschutz, falls vorhanden. Ja. Jener feindliche Kämpfer kann nicht verdeckt sein, alles klar. Kann man natürlich nicht machen, wenn man dann im Nahkampf ist. Der normale Soldat hat die Gruppenaktivierung, das hatten wir eben schon mal angedeutet. Jedes Mal, wenn der Kämpfer eingesetzt wurde, musst du einen anderen bereiten Todeskorps-Soldatenkämpfer aktivieren, sofern möglich, bevor dein Gegner aktiviert. Das geht nicht, wenn man diese andere Funktion da wählt vom Vertrauten. Sobald jener andere Kämpfer eingesetzt wurde, aktiviert dein Gegner wie üblich. Mit anderen Worten, du kannst mit der Regel nicht mehr als 2 Kämpfer nacheinander aktivieren. Ist aber dennoch, glaube ich, ganz cool. Dafür haben die Jungs aber auch nur ein normales Bajonett und ein Lasergewehr. Der Veteran, jedes Mal, wenn er aktiviert wird, kann er einen Truppenbefehl erhalten. Und Bionik, normaler Schaden von 3 oder mehr, fügt diesem Kämpfer einen Schaden weniger zu. Macht den Ganzen dann natürlich nochmal irgendwie haltbarer. Er hat trotzdem nur einen Rüstungswert von 5. Also die Profile kann man sich hier wirklich einfach merken bei den Death Corps. Dann haben wir noch, geht er immer weiter hier. Den Funker, Befehle weitergeben, einmal pro Wendepunkt, wenn dieser Kämpfer einen Truppenbefehl erhält, kann er, sofern er sich nicht in Kontrollreichweite feindlicher Kämpfer befindet, jeden Befehl weitergeben. Jedes Mal, wenn ein Befehl weitergegeben wird, erhalten alle befreundeten Deathcorps-Kämpfer in der Killzone jeden Befehl. Dann muss man noch bis zum Ende seiner nächsten Aktivierung einen vom APG-Wert des Kämpfers runterzählen. Aber macht auch Sinn, dass das irgendwas kostet am Ende des Tages. Signal, 1 AP-Unterstützung. Haben wir hier, wähle einen anderen befreundeten Deathcorps-Kämpfer in 6 Zoll um diesen Kämpfer, der für ihn sichtbar ist, addiere bis zum Ende der nächsten Aktivierung 1 zu dessen APG-Wert dazu. Ist, glaube ich, ganz cool, weil die haben halt nur einen 2er-Wert. Wenn es dann wirklich um Marker geht und wer ihn hat, finde ich den Funker. Funker und Sunny sind für mich bis jetzt auf jeden Fall gesetzt hier in dem Ding und Vertrauter auch. Ja klar, geht wieder nicht, wenn man in Nahkampfreichweite ist, glaube ich, logisch. Und dann haben wir noch den Zealot. Der Imperator beschützt. Jedes Mal, wenn ein Kämpfer auf diesen Kämpfer schießt, kannst du beliebige deiner Verteidigungswürfe wiederholen. Das macht den natürlich in Kombination mit dem Sanitäter richtig schwer zu töten. Also für mich der nächste, der gesetzt ist, allein aus dem Grund schon. Inspirierende Instruktion, Unterstützung. Jedes Mal, wenn er sich ein befreundeter Todeskorpskämpfer innerhalb von 3 Zoll um diesen Kämpfer befindet, haben die Waffen jenes befreundeten Kämpfers heftig. Und heftig heißt Savory auf Englisch, und wenn du keine kritischen Erfolge behältst, kannst du einen deiner normalen Erfolge zu einem kritischen Erfolg ändern. Das ist auch ziemlich gut, gerade vor allen Dingen, weil dadurch, man kann es halt auf eine 6 drehen und die Effekte, die bei einer 6 kommen, dann trotzdem genießen. Also das ist auch eine richtig gute Regel. Also den Zealot möchte man, glaube ich, auch unbedingt dabei haben. Ja, ich bin jetzt relativ schnell durchgegangen. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Wir haben jetzt noch die Fraktionsausrüstung. Das ist die Ausrüstung, die quasi ja, unabhängig von der normalen Ausrüstung ausgerüstet werden kann. Das sind auch nur 4 Stück. Und dann haben wir noch die Marker. Und hier gibt es keinen Designers-Kommentar. Witzigerweise, das hatten wir jetzt bei den anderen immer. Ja, wir haben das Chronometer. Das ist ein strategisches Manöver. Einmal pro Gefecht im ersten oder zweiten Wendepunkt in einer Reihenfolge deiner Wahl kann sofort jeder befreundete Deathcorps-Kämpfer vollständig innerhalb deines Territoriums eine kostenlose Aktion Sprinten ausführen, muss jene Bewegung aber näher an der Landezone oder Killzone-Kante eines Gegners beenden. Du kannst nicht dieses strategische Manöver und die Strategie sammeln während derselben Wendepunkte einsetzen. Ja. Kostenlos sprinten ist immer gut. Gibt halt nochmal so einen Boost, ne? Am Anfang. Finde ich gut. Vox-Stecker. Jedes Mal, wenn ein befreundeter Deathcorps Wachmeister oder Vertrauter einen Truppenbefehl erteilt, kannst du diese Regel verwenden. Wenn du das tust, kannst du anstatt eines befreundeten Deathcorps-Kämpfers innerhalb von 6 Zoll.
Hä? Kannst du anstatt jeden befreundeten Todeskämpfer innerhalb von 6 Zoll um ihn einen befreundeten Todeskorpskämpfer wählen, der jeden Befehl erhält? Also überall oder wie? Also anscheinend kann ich dann, mit, wenn ich es richtig lese, die Reichweite entfernt. Auch gut. Gerade wenn sich das Schlachtfeld nachher ausdünnt. Ja, finde ich gut. Beile. Befreundete Todeskorpskämpfer haben folgende Nahkampfwaffe. Beil. Trefferwurf 4 mit 4 Schaden dann bei Crit. Aber keinerlei Sonderregel. Okay. Ja, stärker als ein Bajonett halt, ne? Ja, okay, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Gasbombe nochmal, jetzt wird's thematisch. Strategisches Manöver, einmal pro Gefecht platziere einen deiner Gasmarker in der Killzone. Er kann nicht unter Aussichtspunktgelände platziert werden. Solange sich ein Kämpfer innerhalb von 3 Zoll um jeden Marker befindet, ziehe 1 von seinem APG-Wert ab. Entferne jeden Marker im Schritt bereit. Der nächsten Strategiephase beachte, dass der APG-Wert eines Kämpfers nur geändert wird, solange er sich innerhalb von 3 Zoll um jeden Marker befindet. Falls er sich weiter an 3 Zoll von jedem Marker bewegt, wird sein APG-Wert nicht länger durch diese Regel verändert. Also im Endeffekt ist das, damit kann man Objectives einnebeln und reduziert damit den APG-Wert der Gegner einmal pro Gefecht in meiner Killzone. Kann nicht unter Aussichtspunktgelände platziert werden. Und solange sich ein Kämpfer innerhalb von 3 Zoll um jeden Marker befindet, ziehe einen ab. Zählt meiner Meinung nach dann auch für eigene. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich ja Gasmasken habe. Und ich kann ihn nur in meinem selbstversiegelte Uniform durchdringen. Das steht hier noch im Text. Ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Das ist in der Killzone, also nicht in meiner Aufstellungszone. Okay, ich kann es überall machen. Ja, dann wird ein Schuh raus. Ich dachte jetzt irgendwie. Aber aufgepasst gilt anscheinend auch um eigene Kämpfer, die dadurch ihren APG-Wert reduzieren. Bei Death Corps sind dann auch noch relativ viele Marker dabei. Sind hier zum Drucken dabei. Das ist Fernzünder, Schussbeobachtung, Sanitäter, Nahkämpfer, Zielt, Bajonett aufpflanzen, los, eingraben, Mine, Gasmarker. Und ja, das war's. Ja, Todeskorps of Krieg, also thematisch relativ cool. Ich würde mir wünschen, dass die Gasbombe nicht auf mich selber geht. Vielleicht habe ich es jetzt auch überlesen, aber ich habe es eigentlich zweimal gelesen. Solange sich ein Kämpfer, also hier steht, das ist für mich jeder. Ja, das ärgert mich ein bisschen, aber ansonsten super viel Auswahl, hoch individualisierbar, finde ich. Also man kann eigentlich alles Mögliche bauen mit den Jungs. Ziemlich cool. Coole Modelle, thematisch cool. Ich habe eine Forge World Death Corps Armee im Keller mit fast 5000 Punkten. Also hiermit bin ich komplett abgeholt. Und dafür muss ich mir nicht mal mehr Modelle kaufen, sondern die nehme ich mir einfach auf den Schrank. Und die sind sogar ganz gut bemalt. Also insofern, da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ihr werdet hier auf jeden Fall Death Corps Kill Team sehen. Ich finde es richtig gut. Ich hatte ein bisschen Sorge. Ich finde es auch trotz der ganzen... Ich glaube, wenn man sich einmal sein Team gebaut hat, wird es relativ überschaubar. Aber... Tippitoppi, Todeskorps. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, kommt auf den Discord für Regeldiskussionen, Anregungen und für meine Tabellen, die ich mir hier so bastel und baue als Spielhilfen. Da gebe ich euch kostenlosen Zugriff drauf. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch gefällt diese Reihe. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Wie gesagt, keine Sorge, Leute, es gibt hier auch noch andere Sachen auf dem Kanal, aber jetzt gerade ist Kill Team aktuell und bevor das irgendwie wieder verschwimmen, möchte ich hier zumindest die Killteams, die mich interessieren, werde ich hier auf jeden Fall behandeln. Und wenn ich dann noch Zeit und Lust habe, mache ich die anderen natürlich auch noch mit. In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.